coolsten, bei der coolsten Sende rund um den Action-Sport. Bei Mashmack, presented by Herrn Totte, erfahrt ihr alles rund. Den Timetable oder gehst du mit dem rein? Du machst den. Dienstag, 24. Juni, zweiter Tag bei Mashmack, natürlich mit uns beiden. Hi again. Mashmack, presented by Lotto Bayern, und heute dreht sich alles rund ums Mashfest. Es wird also total genial. Ja, und auch dieses Mal haben wir wieder wundervolle Gäste am Start, würde ich sagen. Finde ich auch, ich mag die gerne. Und sehr, sehr viele verschiedene Informationen und Programmpunkte des Mashfests haben wir. Genau, und damit starten wir auch einfach gleich. Also Infos haben wir heute so viele. Ich kann es gar nicht zählen. Also, wir starten mit dem Zeitplan der Mash-Bühne und wir werfen einen Blick auf die Bands. So, Freitag geht's los. 16.10 Uhr die erste Band. Bis 19.45 Uhr durchgängig Musik, die reingeht ins Ohr. Ziemlich gute Party. Am Samstag geht's um 11:30 los mit J-E-Book. Und es geht bis 6:30. Und Sonntag, 12 Uhr, Basement 79, 13.10 Uhr Zulu und 16.10 Uhr die letzte Band. Aber wir haben zwei Menschen jetzt bei uns. Das ist zum einen mal die Sina und der Julian. Hallo. Servus. Und herzlich willkommen zum Mashmack. Schön, die dass ihr da seid. Die wissen viel besser über das Mashfest Bescheid als wir zwei. Ja, aber als allererstes haben wir uns mal gedacht, was bedeutet eigentlich Mash für euch? Also im Grunde erstmal ein Haufen Arbeit. Also nein, es ist natürlich, das denkt man jetzt vielleicht am Anfang, aber es ist natürlich, weil wir im Büro vor allem das Mashfest machen, also das Rahmenprogramm, ist bei uns natürlich der Schwerpunkt dann beim Mashfest, und das ist für uns auch Mash. Das ganze Rahmenprogramm, alles was damit inbegriffen ist, ist für uns Mash. Genau. Und neben dem Haufen Arbeit sieht man dann natürlich bisschen Spaß auch, am Ende natürlich, wir sind quasi ins Büro eingezogen über die Woche jetzt, aber am Ende sieht man einfach, wenn man einmal übers Mashfest läuft während dem Event, was man geschafft hat, und es ist einfach ein gutes und besonderes Gefühl, da dabei zu sein. Ja. Yeah. Wenn wir so ein kleines Battle starten, wie ist es, wer von euch hat mehr Mash-Jahre am Buckel oder trennt ihr euch unentschieden? Da sind wir eigentlich gleich auf. Ja. Also wir haben beide 2 Jahre auf dem Buckel. Deswegen, also ein wir nehmen eingespieltes uns da nicht viel. Ihr wisst auf jeden Fall, worum es bei Mash geht. Das ist vom Mashfest. Ja, und wir haben uns aber auch mal gefragt, was ist eigentlich Mash für Leute, die per se nichts mit Actionsport zu tun haben. Sau lustig. Sind auf den Olympiapark gefahren. Auf und, den Olympiaturm. Turm, oh Gott, wir sind im Park live hier. So, zack, den Aufzug hoch, und da haben wir schon den ersten überfallen, was Mash eigentlich ist. Ja. Wissen Sie, was das Mash ist? What is Mash? I've seen the signs, so skating. Just cool stuff. Bei uns in Stuttgart ist die Disco. Ja, Schule bist du? Keine Ahnung. Da steht auf. Action Sport. Oh, keine Ahnung. Russisch. Russisch? Говорите на русском. Слабо, да? Gibt nur da irgendwo Schwimmen, Eishockey, Fußball. Was ist Mash?
Also inzwischen rühren wir die Werbetrommel ja so, dass eigentlich solche Antworten jetzt nicht mehr passieren sollte. Also wenn wir euch nochmal fragen, dann sollte MASH sitzen. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr euch den Samstag in der Mitte ganz spät notiert, weil mir wurde geflüstert, du darfst auf gar keinen Fall nach Hause gehen, wenn die Contests nach der MASH-Bühne ist es nicht vorbei mit Musik. Auf der Bühne war. Weil da hatte nämlich der Julian mal wieder die Finger im Spiel. Das heißt, das könnte etwas länger gehen. Genau, wir haben am Samstag, wie ihr schon gesagt habt, nach den Dance Battles im Theatron von Street Love die Red Bull Munich MASH Afterparty im Kubertar, direkt am Kubertarplatz. Das Ganze geht um 22 Uhr los und wir haben niemand Geringeres am Start als die Krux Pistols mit Dangerous, NotFX und Pretty Boy. Und ja, das geht dann in die Nacht rein und mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Hoffentlich geht es auch wieder einen Tag danach auf jeden Fall, denn da haben wir weiterhin viel Programm, habe ich gehört. Was ist denn dieses Jahr sonst so los auf dem MASH-Fest? Also das MASH-Fest finde ich persönlich immer so cool, weil du eigentlich den ganzen Tag dort verbringen kannst. Es gibt für groß, für klein irgendwas zum Mitmachen. Man kann sich selbst ausprobieren, natürlich auch in den Sportarten, die auch die Contests, was auch die Contests sind. Wir haben aber auch ganz viele junge, kleine Unternehmen, die als Aussteller bei uns am Start sind. Und es geht viel um Nachhaltigkeit, viel um Umweltfreundlichkeit. Also es gibt zum Beispiel welche, die Upcycling machen, viel Handarbeit, viel, ich sag mal, Schmuck aus alten Skateboards ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und natürlich gibt es auch was zu essen. Also man kann den ganzen Tag dort verbringen. Ja, und wie sowas so aussehen könnte, das haben wir euch mit einem Afterclip von letztem Jahr vorbereitet. Schauen wir da aber doch mal rein. Macht doch Lust auch auf Smashfest 2019 und man kann ja sogar sich selber mal aufs Board stellen, oder? Also wie läuft das so? Wir haben ein paar interaktive Zonen. Was bieten wir so an oder beziehungsweise unsere Aussteller? Also es geht ja, also es verteilt sich ja auf den ganzen Olympiapark und man kann sagen, es fängt beim Sea Life an, da kann man E-Skateboards ausprobieren. Wir haben so Surf-Skateboards, die gehen in die Richtung Longboards, da kann man mitmachen. Das Ganze geht dann bis hin hoch zum Kubertarplatz, wo das MASH-Fest ist. Da gibt es was für die ganz Kleinen, so eine Art Snowboardpark auf einer bestimmten Unterfläche natürlich. Klar, wir haben keinen Schnee. und da ist für alle was geboten, eben auch mit der Fressmeile und der Bühne. Genau. Ja, das klingt doch erstmal wundervoll. Ich glaube, das war's dann auch schon, was wir euch gelöchert haben. Vielen Dank. Um aber bei den interaktiven Zonen zu bleiben, es hört ja nicht neben dem Track auf, sondern auch auf dem Red Bull Rollercoaster haben speziell Mädels die Chance, über das Girls Rule Project Workshops mitzumachen und dort auf dem Park zu sein. Und wie das da so aussieht, das würden wir euch in einem kleinen, minütigen Clip mal zeigen. Oh.
bei den interaktiven Zonen. Und eine, die sehen wir täglich. Wenn wir hier aus unserem schönen Studio rausgehen, direkt vor unserer Tür, da wird fleißig gearbeitet. Am Skatepark von McDonald's. Wie weit sind wir denn da? Ja, also die Plattform steht auf jeden Fall mal schon. Und auch die Obstacles wurden auf jeden Fall schon mal gebastelt von Schitzi, der auch unseren Red Bull Rollercoaster baut. Der hat viele Projekte am Start auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall schon mal Münchner Locals hingeschickt, die dort den Park ausprobiert haben. Ich fand ziemlich krass, was da McDonald's auf die Beine gestellt hat auf jeden Fall. Ja. Schauen wir rein, oder? Ich würde sagen, riskieren wir einen Blick. Wenn wir aber nicht auch für euch Zuschauer was hätten. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hat der Manu nämlich so ein nettes Gewinnspiel gepostet von Burton. Da gab es nämlich was ganz schön Cooles zu gewinnen. Campingstühle und ein Campingtisch? Ja, voll cool. Also wir sind total neidisch. Wir sind auch schon mal Probe gesessen und wir befinden das als top. Wir haben auch unsere Puppen übrigens schon reingesetzt, ja, falls jemand den Post anschauen möchte. Genau, aber wir werfen nochmal einen Blick auf den Post, weil wir haben ja unsere Social Wall, die wir gestern bereits angeteasert haben, unter dem Hashtag Munich Mash. Könnt ihr immer dabei sein auf Instagram und auf Facebook. Da werfen wir einen Blick mal rein, was es schon so alles gibt. Ah, hier 5 Tage noch wurde mal gepostet. Hier, und dann gehen wir ein bisschen runter. Da seht ihr die Puppen schon. Hier, Giveaway. Wir verlosen ein Burton Munich Camping Package. 2 Stühle und ein Tisch. Bis morgen habt ihr noch Zeit. Noch nicht zu spät. Nee, was muss man noch mal machen? Ich glaube, man muss kommentieren, Munich Mash. Ja. Followen, ja. Und den Buddy natürlich markieren, mit dem man in dem Campingstuhl sitzen möchte. Und einen kleinen Grund, warum eigentlich. Genau. Und der Campingstuhl für euch. Und sich schmecken lassen will. Ja. Dann ist es ganz einfach, dann seid ihr dabei. Morgen um 20.15 Uhr zur Primetime wird ausgelost. Genau. Und genug Werbung dazu. Bleiben wir mal bei dem Meshfest. Da gibt es nämlich noch so viel mehr, über das wir mit euch reden wollen. Und zwar gibt es auf dem Theatron das Street Dance. Keine Sorge, Manu und ich tanzen nicht. Dafür gibt's Fachpersonal. Leider. Wir haben es schon versucht, aber. Ja. Von Street Love bei uns, Miguel und Shirin. Schön, dass ihr eine da tolle seid. Kombi. Hallo. Dankeschön. Jetzt haben wir schon einiges gesehen, aber was ist denn eigentlich Street Love? Also Street Love ist eine Hip-Hop-Organisation, die aus verschiedenen Künstlern besteht, in verschiedenen Bereichen. Wir kommen selber aus dem Schwerpunkt Tanz, Hip-Hop, Urban Hip-Hop quasi.
Ja, und Street Love hat sich dann irgendwann zusammengetan als Organisation, eben aus verschiedenen Künstlern, und macht Tanzevents, betreibt eine Tanzschule und alles, was mit Tanz zu tun hat, ja, genau. Ihr wart ja auch letztes Jahr schon mal hier bei MASH. Was verratet uns? Was hattet ihr denn dieses Jahr so geplant für uns? Wie verändert sich's? Also letztes Jahr, waren wir auf dem Theatron letztendlich und hatten da schon Open-Air-Workshops, hatten unsere Shows angeboten und auch ein kleines Battle schon veranstaltet. Dieses Jahr ist es so, dass wir auch einen Stand oben haben und wieder am Theatron sind. Sprich, wir sind diesmal doppelt letztendlich mit dabei. Größer. Genau, alles größer geht größer. Immer. So ist es. Genau, wir haben auch wieder Open-Air-Workshops, haben Shows geboten, die wir anbieten, beziehungsweise haben wir am Freitag auch eine Class unten stattfinden, wo jeder mitmachen kann. Und am Samstag ein großes Street-Mash-Battle. Da kann auch jeder, da kann jeder vorbeikommen. Es wird noch fleißig gebaut, auch hier im Studio. Also lasst euch nicht ablenken. Der Aufbau läuft auf jeden Fall. Genau, und am Sonntag bieten wir dann auch noch ein Street-Mash-Kids-Battle an. Genau, also für jeden was dabei. Workshops. Genau. Also könnten selbst wir unerfahrenen Nicht-Tänzlinge da vorbeistanden. Wir sollten aber jetzt halt vielleicht unser Mundwerk nicht so weit aufreißen, weil sonst sagen die jetzt halt wieder, ich hab gehört, am Freitag haben wir noch 30 Minuten Zeit, Manu und Anja das Tanzen beizubringen. Genau. Oh. Ich würde jetzt kurz gerne das Studio verlassen und nicht wiederkommen. Ja. Zu üben. Genau. Ja. Ein Taktgefühl zu bekommen, auf jeden Fall. Du hast ja eh schon einiges gesagt. Ich glaube, wir haben den Zeitplan eh noch mal da, oder? Wie schaut's denn aus, dass wir noch mal ganz genau auf den mit Shirin eingehen, weil sie hat schon super schön angerissen, aber dass unsere ganzen Zuschauer wieder das mal den Kalender füllen bekommen, können. Ne? Also jetzt gehst du noch mal drüber. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Infos, was da immer so geboten wird in den Sachen. Genau, also fangen wir mit Sonntag an? Ist wurscht. Ich fange mit Freitag mal an. Genau, da ist es so, dass wir erstmal beim Stand sind. Da haben wir Shows und wie gesagt Open-Air-Workshops, wo jeder eingeladen ist mitzumachen. Easy, selbst ihr könnt mitmachen, ihr könnt alle mitmachen. Also das ist für jeden was dabei. Und genau, Shows, sprich die einzelnen Tanzstile werden vorgestellt mit unseren Lehrern, gemeinsam mit unseren Schülern. Dann haben wir am Theatron sind wir dann abends und da haben wir halt eine Class, die wir letztendlich zeigen zum Mitmachen mit unseren Schülern, aber jeder, der vorbeikommt, ist herzlich eingeladen, halt mitzutanzen. Mhm. Am Samstag ist es dann so, dass wir halt auch wieder am Stand oben sind, auch Shows wieder haben, Open-Air-Workshops und dann geht's ab 16 Uhr circa runter, da haben wir dann die Registrierung. Können Tänzer vorbeikommen. Registrierung, da sind wir dabei, nämlich, weil wir sind ja interaktiv, man kann wieder mitmachen. Ja, genau, also man kann sich online registrieren, man kann aber auch einfach vor Ort vorbeikommen und die Styles sind 2 vs. 2 im Hip-Hop. Und 2 gegen 2 genau, auf Deutsch. Genau, 2 gegen 2. Übersetzen, danke, der Dolmetscher ist auch mit dabei. Und 1 vs. 1, also 1 gegen 1 Mall-Style, sprich auf jede Musik kann gespielt werden vom DJ, auf die Musik muss dann getanzt werden. Und kannst quasi alles tanzen. Genau. Ja. Anmelden kann man sich wo? Kann man sich entweder online bis Mittwoch oder einfach vor Ort vorbeikommen. Wie gesagt, die Registrierung online ist von 16 bis 17 oder? Uhr. Genau. Die E-Mail-Adresse. So, events@streetlove.net. Da ist schon mal die erste E-Mail-Adresse. Und wir geben auch noch unsere Website mal hinterher. Munich-mash.com, da findet ihr nämlich auch alle Informationen zu diesen zwei und ihrer Crew. Cool. Und mal so eine Tanzgruppe. Beim Action-Sport-Event. Warum sagt man bei MASH zu? Warum man als Tänzer bei MASH zusagt, ja, für eine Tanzveranstaltung? Es hört sich jetzt gleich ein bisschen blöd an, aber was MASH gut macht, MASH holt sich ja die Locals. Weißt du, was ich meine? Und wir haben ja schon einen Bezug zu der Tanzszene in München. Yeah. Und ich weiß nicht, wie viele Tänzer sonst vorbeikämen. Ich meine, ich interessiere mich selber für Skateboard zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich davon mehr erfahren hätte, aber wenn ich dann in der Tanzschule bin, weiß ich, okay, die Tanzschule ist da, also gehe ich da auch hin und dann sehen die, was es hier noch alles Cooles gibt, yeah, beim MASH. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr irgendwelche Schüler von uns, die dann auch beim Wettbewerb mitmachen. Ja, wenn du da schon das Skateboard einpackst, dass dich das interessiert, ist das nicht so mal auf Zukunft gedacht, dass man das irgendwie connectet? Inwiefern?
Naja, ich glaube, ihr könnt auch auf so einem Skateboard gut tanzen oder so. Ja, das sieht meistens so aus, wenn man nicht skateboarden kann. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Stelle, aber wir haben ja leider kein Skateboard. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man als hier Tänzer ganz gut fallen. Und ja, das genau ist beim Skaten sehr wichtig. Also ich habe da noch ein paar Narben, die da geschrieben ja haben. Ja, ja. Also ich glaube, jetzt kommen wir in den Schmarrn rein. Nee, ich glaube, das Potenzial. Wir spinnen das weiter nach wir der Show, würde ich sagen. Nach der Show, deswegen, da haben wir jetzt nämlich auch Zeit dazu. Danke, ja, dass ihr beiden da wart. Sehr gerne, danke, dass ihr wir geht kommen nicht, weil wir müssen nach der Sendung weiterspinnen, sitzen bleiben. Alles klar. Auf jeden Fall, das war's schon vom zweiten Mashmack in dieser Woche und damit auch von uns vier. Dankeschön. Morgen geht's wieder weiter. Dann geht's so ein bisschen um BMX. Und Wakeboard. Ja, ich glaube, wir haben auch die ersten Athleten bei uns im Studio. So ein paar. Noch nicht so viel versprechen. Aber ja, vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht haben sie am Ende keine Zeit. Aber eigentlich kann man uns nicht widerstehen. Ich würde kommen. Und ich würde auch wieder einschalten. Ciao, ciao.